Hallo ihr Lieben und willkommen zu Part 10 der Wax to Witches Challenge. Heute sind wir zurück bei der lieben Malaika. So wie Malaika habe ich auch ein bisschen Angst vor diesem Part. Starten wir jetzt auch mal rein. Los geht's! Malaika macht jetzt gerade hier die Wäsche und muss sehr dringend auf Toilette. Ja, ich glaube, das klappt heute halt nicht so mit Wäsche machen. Geh mal lieber auf Toilette, geh. Renn. Sprint. Sprint doch. Ihr geht's nicht so gut, nachdem sie ja was nicht so Gutes gegessen hat, geht's ihr tragischerweise ganz schlecht. Und wir müssen unbedingt die Pflanzen gießen. Aber wir können nicht gießen. Wir müssen aber gießen, sonst wäre nicht schlecht. Ich hab bloß ein bisschen. Oh mein Gott. Ich wollte dir schnell was grillen. Mach dir mal einen gedrehten Fisch. Ich hoffe bloß, dass ihre Blasen derzeit nicht ab, dass sie dann in der Zeit auf Toilette muss und sich dann einpinkelt. Genau, im letzten Part hat sich die liebe Malaika, Philipp hat angefangen, nicht wir. Philipp hat angefangen und wurde auf einmal gegenüber ihr kokett. Ich habe damit nichts zu tun. Er war auf einmal kokett und wollte irgendwas von uns. Und das haben wir dann natürlich halt einfach nur erwidert. Deswegen haben wir jetzt eine romantische Leiste. Mit Sarah haben wir wenig geplaudert im letzten Part. Mal schauen, was in dem Part dann noch so abgeht. Ich glaube, Malaika ist sich selbst gerade nicht so sicher, was da zwischen ihr und Sarah oder zwischen ihr und Philipp ist. Deswegen schickt sie jetzt einfach mal Philipp eine romantische Nachricht. Weil, was wollen wir auch anderes machen? Aber ich glaube, dass wir vielleicht uns heute mal wieder mit der lieben Sarah treffen. Ich will jetzt nicht so das so spielen, dass sie mal abwechselt zwischen beiden, aber ich glaube halt, dass sie sich da selbst noch sehr ausprobiert und selbst noch gar nicht weiß, wen von den beiden sie jetzt eigentlich so gut findet. Und deswegen ist sie da halt einfach gerade noch so ein bisschen am Probieren. Und das finde ich selbst halt ganz gut. Genau. Es ist ja gerade Sommer. Das Gute ist, dass unsere Pflanzen derzeit sehr gut mitspielen. Die sind halt. Oh ne, jetzt kommen sie wieder. Oh Gott. Geil. Dann würde ich halt sagen, dass wir mit Sarah vielleicht Mittagessen gehen. Das könnte ich mir halt vielleicht ganz gut vorstellen. Schicke mal ganz kurz eine SMS und ich hole mal ganz kurz mein Handy raus wegen Frösche züchten, weil das ist super wichtig, denn ich habe gar keinen Plan, welche Frösche wir beim letzten Mal neu geholt haben. Also wir haben beim letzten Mal neu bekommen den Sonnensurfer-Frosch. Wo ist er? Da sind jetzt Laser und Malaika. Naja, gut. Sonnensurfer-Frosch mit dem. Ich züchte den jetzt. Ah, wir können nicht züchten. Schade. Jetzt geht's ihm wieder gut. Okay, das heißt, wir müssen noch nicht auf ein Date gehen. Dann gieß doch mal bitte einmal ganz kurz. Ja, das kannst du auch was anders machen. Geht mal einmal ganz schnell. Und danach verkaufst du mal einmal alles. Ich freue mich schon sehr, wenn wir irgendwann mega Verkäufe machen können, weil mich nervt ein bisschen bei allen Sachen durchzugehen. Ja, schön. Mhm. Okay, dann gehen wir jetzt aber mal mit der lieben Malai. Na gut, sie muss halt. Sie hat halt gar keinen Hunger. Aber wir können halt trotzdem mit dem lieben Girl essen gehen. Oder sollen wir doch lieber was anderes machen? Nee, ich würde gern noch, dass sie was schreinert heute. Ich hoffe, das kann sie jetzt. Denn wir haben ja jetzt ein Wandregal und ich hätte gern noch einen Spiegel. Und was kann sie? Ach, das jetzt kann ich. Ich kann nicht mehr. Okay. Okay, ich lasse sie mal einmal ganz kurz den Spiegel erstellen. Nee, wir wollen nicht, dass der Direktor uns anruft. Oh, okay, sie will mit Philipp in die Wolken schauen und will Sarah um ein Date bitten. Das kann sie ja mal ruhig machen. Sie kann ja, wenn sie damit fertig ist. Oder eher gesagt, wenn wir die nächste Stufe erreicht haben, Stufe 5, können wir ja mal Sarah einladen. Und sie fragen, ob wir doch auf ein Date zusammen gehen wollen. Stufe 5 ist jetzt mein Ziel. Okay, wir können. Ich lasse sie mal immer ganz kurz noch was herstellen. Staffelei, finde ich, passt irgendwie nicht so zu ihr. Aber wir könnten ihr mal so ein Bücherregal herstellen, dass sie mal ein bisschen Spaß kriegt oder sich halt auch Bücher kaufen kann. Okay, dann haben wir jetzt Stufe 5. Und dann können wir ja mal immer ganz kurz Sarah zu uns einladen. Denn ich will so langsam die Geschichte so ein bisschen einleiten. Sarah wird gleich da sein. Okay. Und wir können ja einfach mal zu ihr hingehen und können sie ja einfach mal wild küssen, weil sie genervt ist.
Okay, macht ruhig. Ihr seid doch ein wunderbares Liebespaar. Und Leute, ich liebe die beiden ja schon sehr miteinander. Bin ja schon Fan von denen. Sie kann sie ja mal einmal um Verabredung bitten. Und sie wünscht dich jetzt mit ihr Händchen zu halten. Oh, sie wollte keine Fahrt. Margaret schreit los. Und das finde ich ist jetzt schon wieder so krass, Leute. Vielleicht hat sich Sarah gerade so gedacht, oh Gott, was ist, wenn unsere Eltern uns sehen? Die wollen doch bestimmt nicht, dass sie das. Nee, nein, das geht nicht. Das geht nicht. Malaika, es tut mir leid, aber ich kann mit dir nicht auf ein Date gehen. Das ist mir. Nein, nein. Wieso denn nicht? Nee, nein. Ich will es dir ja auch eigentlich gar nicht sagen. Ich. Kann ich mit dir gerade unter die Öffentlichkeit treten? Es tut mir leid. Bitte wart doch kurz. Ich wollte doch nur mit dir reden. Nein, nein, Malaika, bitte. Bitte lass mich erstmal, okay. Alles gut bei dir? Nein. Ich finde halt, dass das so krass so, dass das halt gerade so gut in die Storyline passt, dass halt Sarah sagt so, tut mir leid, Malaika, aber nein, ich kann das nicht. Ich kann mit dir nicht auf ein Date gehen, da werde ich sonst wen über den Weg laufen. Ich will meiner Familie erst recht nicht über den Weg laufen. Und das sagt sie halt Malaika nicht, aber sie fühlt es halt so. Und Malaika versteht halt gar nicht, wieso und warum sie nicht mit ihr auf ein Date gehen will. Und das versteht sie halt gar nicht so. Weil sie erzählt ihr ja auch nicht die Wahrheit so. Und das fällt jetzt unfassbar schwer, das gerade zu akzeptieren. Ja, die sind beide jetzt halt auch einfach richtig beschämt und gerade überhaupt nicht glücklich. Also, jetzt brennt sie nur das Feuer. Oh Gott, die Armen. Es tut mir gerade so leid, aber irgendwie, es passt halt auch zur Storyline. Und schaut euch mal diese Blicke an. Dieser Blick von Malaika, dieser richtige Hass, wieso sie nicht mit ihr zu einem Date gehen will. Und dann dieser Blick von ihr. Ich liebe Malaika. Aber ich kann mit ihm nicht auf ein Date gehen. Meine Eltern werden das nie verstehen, werden mich ausschließen. Und dann werde ich kein Geld mehr von ihnen kriegen. Es tut mir so leid, Malaika. Malaika versteht es halt gar nicht. Sie will halt einfach nur mit ihr was unternehmen und kriegt so eine Abfuhr und denkt sich so, wegen deinen Eltern lässt du mich gehen. Wer ist dir wichtiger, die oder ich? Also, ich glaube, für Malaika ist es einfach richtig schlimm gerade. Hey Leute, ich lasse die beiden jetzt noch einmal ganz kurz eine Sandskulptur zusammenbauen. Ich hoffe, dass sie das noch machen. Und sie sagt halt, Malaika, lass uns einmal eine Sandskulptur bauen. Ich kann jetzt gerade mit dir nicht darüber sprechen. Und ich will es auch eigentlich gar nicht. Und die beiden bauen jetzt eine Sandskulptur. Malaika weiß gar nicht, was jetzt passiert. Vielleicht denkt sie noch, dass sie vielleicht doch noch sagt, ey, wir können doch noch auf ein Date gehen oder es tut mir leid, dass ich so blöd reagiert habe, aber es wird halt einfach anders kommen. Nicht das, was Malaika denkt, sondern es wird viel schlimmer kommen. Okay, die beiden haben jetzt hier eine Sandskulptur gebaut und sie ist jetzt gerade so glücklich und die haben gerade so eine krasse Freundschaft bekommen und sie kann ja jetzt mal zu ihr gehen. Und würde sie einfach nochmal einmal anflirten, würde ihr sagen, ich liebe dich und ich würde mir gern so viel mehr mit dir wünschen. Und sie sagt dann aber so, Girl, nein, ich kann das gerade nicht. Malaika, es tut mir so leid, aber okay, seid doch beste Freunde. Ich kann das. Es geht leider gerade nicht. Es tut mir so leid, aber ich weiß nicht, was ich fühle und was ist Malaika. Ich liebe dich, aber es geht gerade einfach nicht mit meinen Eltern klar. Bitte versteh das. Und deswegen wird sie jetzt zu Malaika gehen und wird ihr sagen, Malaika, es tut mir leid, aber ich kann das jetzt gerade nicht und ich würde gerade einfach gerne mit dir nur befreundet sein. Wo ist das denn? Hier, wartet mal. Ich weiß, Malaika sagt das jetzt zu ihr, aber ihr müsst euch halt vorstellen, dass Malaika das halt nicht sagt, sondern Sarah sagt halt, ich würde gern mit dir nur befreundet sein. Ich kann es gerade einfach nicht. Meine Eltern wollen das von mir. Meine Eltern wollen nicht, dass ich mit dir Kontakt habe und es tut mir leid. Und sie denkt sich so, ist das ihr Ernst? Ich liebe sie ist so doll. Und sie macht mit mir Schluss wegen ihren Eltern. Und Malaika ist jetzt einfach so traurig und ist einfach jetzt so sauer auf sie und wird jetzt einfach mit der streiten und wird da jetzt noch ihre ganze Energie reinstecken. Und danach wird sie
noch schnell immer hier alles verkaufen. Sie ist einfach gerade so niedergeschlagen. Und ja, Leute, sie ist zwar jetzt glücklich, aber sie ist niedergeschlagen. Sie ist niedergeschlagen. Sie hat jetzt halt einen neuen besten Freund. Und es nimmt mich so mit. Manu, ich habe die beiden so geschippt und jetzt ist alles vorbei. Es ist alles vorbei. Es ist alles vorbei. Oh mein Gott. Und ich finde das gerade so schlimm, weil ich mir gerade so denke, so bin mir sehr sicher, dass Sarah merkt, über die Zeit, wo sie jetzt mit Malaika keinen Kontakt hat, dass sie doch merkt, dass da was zwischen ihr und Malaika ist. Aber ich glaube, dass sie dafür halt erstmal ein bisschen Abstand von Malaika braucht, bevor sie das halt merkt und versteht und wieder zu Malaika kommt und sagt, ich liebe dich und ich würde mir gerne ein Leben mit dir zusammen wünschen. Aber bis dann, glaube ich, brauche es halt noch ein bisschen. Und deswegen finde ich, passt halt, ist halt auch gerade halt einfach so gut. Sie sich halt so denkt, so, nee, es geht halt nicht. Und Malaika macht jetzt, schuftet hier jetzt noch bis in die Nacht und denkt sich so, keiner liebt mich. Und ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr und lasst mich doch einfach alle in Ruhe und ich züchte jetzt die Frösche. Surfer, Eier, Pflanzen, Frosch mit dem Tigerfrosch. Ich glaube halt einfach, dass das für Malaika halt einfach gerade so unendlich schlimm ist und sie halt einfach nicht versteht, wieso und warum sie sich, wieso und warum sie nicht mehr mit Malaika Kontakt haben will. Und das fällt ihr, glaube ich, super schwer, das zu akzeptieren. Sie geht jetzt erstmal mal schlafen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn morgen früh ist, denn ich habe gerade noch was richtig Cooles geschreinert und das will ich hier gerne nochmal hinstellen. Okay, Malaika ist jetzt wach. Sie ist richtig genervt aufgewacht. Deswegen will ich mir gar nicht jetzt gerade um ihre Merkmale kümmern. Aber wir haben jetzt ein paar neue Sachen. Und zwar haben wir jetzt einmal einen Spiegel, der ist mir, ich finde, der ist sehr groß. Aber ich kann ihn nicht kleiner machen. Okay, also ich finde, der ist super groß, aber gut. Und wir haben jetzt so Deko. Wow. Weißt du, dass ich mich, also ich liebe Deko im Spiel. Und das, finde ich, ist schon krass. Also, weil dann hat sie nämlich jetzt über was und dann können wir das noch... Ah nee, ich finde, das passt schon in der Farbe. Ich hätte jetzt halt gern noch so einen Tisch. Ach, und wir haben noch das Bücherregal. Das haben wir natürlich auch noch. Das können wir mal hier hinpacken. Und das können wir ja dann auch in der Farbe haben. Und dann haben wir schon mal voll viel. Geil. Okay, sie kann jetzt erstmal einmal ganz kurz auf Toilette gehen. Sie ist super sauer und macht jetzt auch einmal ganz schnell ärgerliches Häufchen. Wird sich dann den Imkeranzug anziehen und Bienenwachs sammeln. So, dann können wir mal ganz kurz hier weiterentwickeln. Die Pflänzchen, die einfach gerade so gut aussehen. Und ich finde mal wieder nicht das, was hier weiterentwickelt werden muss. Wo ist es? Da. Ah nee, nicht hier. Haben wir es dann auch mal geschafft. Super, das muss einmal gegossen werden. Dann können wir einmal alles verkaufen. Ah doch, hast du das schon angezogen? Ey, ihr geht's gerade so gut. Ey Leute, ich bin so glücklich, gerade mit dem Girl hier. Ich glaube, ich werde das gleich mal machen mit den Sprenkleranlagen, weil wir sind halt einfach gerade rich. Rich on the money. Money? Oh Gott, keine Ahnung. Und deswegen glaube ich, können wir ihr auch mal das nächste gönnen und ihr ein Zeug kaufen. Sie kann sich aber jetzt noch schnell was anbraten. Ich würde ihr einfach mal schnell ein Veggie-Würstchen machen. Weil Fische, wir haben zwar noch 3, aber ich glaube, wir sollten mal die Falle danach mal überprüfen. Jetzt weiß ich mal wieder nicht, mit welchem Frosch, welcher Frosch jetzt neu war. Dieser Nummer Surfer, Eier, Pflanzen, Frosch, ach der. Okay, mit dem Erdfrosch. Ein neuer Frosch. Surfer, Erdfrosch, geil. Ein neuer Frosch. Cooli. Okay, wie viele fehlen uns noch? 5. Oh, geil. Aber was fehlt uns denn noch? Also wir haben jetzt einen Eierpflanzenfrosch und einen Erdfrosch. Gestreifter Blattfrosch, ein gestreifter Erdfrosch. Gepunkteter Eierpflanzenfrosch und gepunkteter Herz. Ach, keine Ahnung. Wir schauen einfach mal, was da noch so rauskommen wird. Geil. Okay, mindestens hat sie jetzt ein Sandwich. Wo ist denn jetzt ein Sandwich? Da. Ich hab's. Hä? Wo ist denn? Jetzt ist das verbrannt. Da ist eine Erdbeere.
Die tat mir irgendwie gut. Sie hat auf jeden Fall keine. Sie ist jetzt einfach ihre Erdbeeren. Es geht halt nicht anders, Girl. Nochmal eine Erdbeere essen. Supi. Dann komm mal bitte einmal hier rüber und räum mal hier einmal kurz auf. Räum dann hier mal einmal auf und dann kannst du mal einmal hier Frösche anlocken. Tauria schreibt uns irgendwas. Aber der liebe Philipp hat sich auch nicht mehr bei uns gemeldet. Haben ja Philipp und seine Schwester einen sehr guten Kontakt. Und die liebe Sarah hat zu Philipp gesagt, ich habe, glaube ich, Malaika so doll verletzt, weil ich ihr gesagt habe, dass unsere Eltern das niemals akzeptieren werden. Und ich habe ihr so wehgetan. Und ich kann jetzt einfach gerade nichts mit ihr zu tun haben. Vielleicht solltest du dich auch erstmal von ihr fernhalten oder vielleicht halt auch nicht. Vielleicht solltest du halt auch mit ihr Kontakt haben. Ich weiß es nicht. Kannst du selbst entscheiden, aber ich halte mich jetzt erstmal fern von ihr. Und er weiß jetzt halt, was passiert ist zwischen den beiden. Und ich kann mir halt vorstellen, auf der einen Seite freut er sich vielleicht halt auch, dass die beiden gar nicht so gut klarkommen, weil er sich halt denkt, ach, dann habe ich vielleicht auch ein bisschen Glück. Auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, dass ihn das sehr weh tut, seine Schwester so traurig zu sehen. Und ja, ich glaube, das verletzt ihn dann doch mehr, als er zugeben will. Aber werden wir dann auch mal sehen. Deswegen glaube ich halt auch nicht, dass er so super gemein werden wird. Wird da ja was entstehen zwischen ihr und Philipp, aber ich glaube nicht, dass Philipp eher nicht, dass er lieber dann auf Malaikas, also, dass er sich, wie soll ich das erklären? Er will eher, dass Malaika auf ihn zugeht, als er auf sie zugeht, weil er halt Angst hat, wenn er halt auf sie zugeht, dass sie dann halt sich so ein bisschen, weiß ich nicht, benutzt fühlt von der Familie so und dann vielleicht halt auch, dass die Angst hat, dass das gleich halt auch bei ihm so ist. Denn ich glaube, Malaika versteht gar nicht so den richtigen Grund, wieso das die Eltern nicht akzeptieren. Ganz kurz an alle, die es nicht verstanden haben, wieso die Eltern es nicht akzeptieren. Die Eltern sind bekannter in der Welt und die wollen halt nicht, dass ihre Tochter mit einer Frau zusammen ist. Die wollen halt, dass sie mit einem reichen Mann zusammen ist und halt total viel Geld hat und halt ein reiches Haus hat und so weiter. Und das haben die halt nicht, wenn sie halt mit Malaika zusammenkommt. Und deswegen wollen die halt nicht, dass die liebe Sarah mit der lieben Malaika zusammenkommt. Sie kann ja mal die auf Wäscheleine hängen, die Wäsche. Die ist zwar überhaupt nicht sauber, aber was will man machen? Danach kannst du ja mal das in die Waschwanne legen. Ich finde es witzig, dass wir noch nicht mehr die Anfrage bekommen, ob sie zur Schule gehen soll, ja oder nein, weil sie ist heute halt einfach nicht zur Schule gegangen. Okay, sie macht jetzt einmal gerade ganz kurz die Wäsche. Und ich hoffe, euch gefällt so ein bisschen die Storyline. Denn ich finde halt einfach, dass ich irgendwie nicht so super viel in dieses Let's Play mit eingreifen muss, weil das irgendwie. Die machen das alles irgendwie von sich selbst und ich stehe einfach nur so und denke mir so, ah, okay, schön, wenn ihr also ich hoffe, dass das so ein bisschen verständlich ist. Hä, Leute, ich habe das Gefühl, mir fehlen Frösche. Ihr hattet doch viel mehr Frösche. Ich finde auch den einen Frosch nicht mehr, den wir gerade gezüchtet haben. Hä? Aber wir hatten noch zu 100%ig mehr Frösche. Ich finde den Frosch nicht mehr, den wir gerade gezüchtet haben. Ein Surfer? Erdfrosch. Ich finde ihn aber nicht mehr. Weißt du sonst, wo ist hier ein Surferfrosch? Haben wir überhaupt noch Erdfrosch? Wir haben gar keinen Erdfrosch mehr. Doch, da ist er jetzt wieder auf einmal, ein Surfer-Erdfrosch. Wo ist der Tigerfrosch? Ah nee, den habe ich ja schon mit dem gezüchtet. Fällt mir gerade ein. Ja, dann züchte ich jetzt einfach mal, mit welchem haben wir beim letzten Mal gezüchtet? Mit dem gestreiften Eierpflanzenfrosch. Ach ja, mit wem züchten wir da? Wir können ja mal mit dem Surfer-Erdfrosch züchten. Okay, also irgendwie werden mir ein paar Frösche nicht mehr angezeigt. Verstehe ich gerade gar nicht irgendwie. Also ich habe das Gefühl, dass mir ein paar Frösche nicht angezeigt werden. Ich könnte halt auch falsch liegen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, oh Gott, können mich die einfach mal in Ruhe lassen.
Ich wollte doch eigentlich nur handwerken. Muss sie hier wieder duschen gehen? Ja, ich glaube aber, dass jetzt einmal ganz kurz. Warum mich nerven die Jungs halt einfach gerade so krass. Deswegen glaube ich, würde sie mal einmal ganz kurz eine wütende SMS schicken an Philipp und würde sagen, mein Leben ist einfach gerade so scheiße. Sarah hat sich von mir getrennt und ich habe ja ein bisschen Angst, dass es bei denen zu Hause ist, aber wieso nicht? Wieso soll sie Nein sagen? Das ist so die Frage, die ich mir selbst stelle. Wieso sollte sie Nein sagen? Okay, es geht ihr gleich gut. Es geht ihr gleich gut. Sie kann ja mal zu ihm gehen und ihm mal direkt über unfaires Leben jammern. Sarah will nichts von mir und ich bin einfach so. Keiner liebt mich. Keiner will was von mir wissen. Jeder trennt sich von mir. Wieso? Und sie sagt so, er sagt so, Malaika, alles gut. Entspann dich doch mal. Vielleicht war sie es nicht wert, dass sie nichts mit dir zu tun haben wollte, denn du bist toll und du bist einzigartig. Und lass dir von anderen Menschen nicht sagen, ob du gut oder schlecht bist. Du bist richtig toll und bitte bleib so, wie du bist. Und er sagt halt auch, ich werde immer an deiner Seite bleiben, egal was ist. Ob wir uns trennen oder nicht, ich bin immer für dich da. Und sie sagt so, danke. Ich bin so dankbar, dich zu haben. Und die beiden sind halt einfach von, die umarmen sich die ganze Zeit. Jetzt ist Malaika an Philipp verknallt, nachdem sie jetzt in den, jetzt ist es wirklich so. So wie ich es im Thumbnail im letzten Part gemacht habe. Dass sie in beide verknallt ist. Ich hoffe, da kommen dann keine Kommentare. Wie sie, hä? Sie hat doch gar kein verknalltes Gefühl gegenüber Philipp. Ja, jetzt schon. Sie kann ihm ja, nein, ich wollte dich fragen, ob du mit uns in die Sterne schauen willst. Wir rennen ihm mal bitte einmal ganz kurz hinterher und flirten mal einmal ganz kurz mit ihm. Los, renn ihm hinterher. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Ah, okay, im Pool. Die beiden flirten jetzt hier gerade ein bisschen. Ich hätte es jetzt sehr komisch gefunden, wenn er gesagt hat, nee, also, ich will nicht mit ihm flirten. Okay, die beiden sind jetzt einfach vor allen und flirten einfach weiter. Ach Gott, die sind halt aber halt auch süß. Also muss man schon sagen, die beiden sind schon süß miteinander. Können jetzt einfach mal einen Anmachspruch. Was ist denn jetzt bei ihm los? Hallo? Also irgendwie finde ich das jetzt doch komisch. Die beiden haben jetzt gerade nochmal romantische Beziehungen bekommen, weil sie nochmal einmal ganz kurz mit ihm geflirtet hat. Okay, also Nudeln geht da wohl drauf ein, alles außer Anmachspruch, sage ich mal so. Eigentlich wollte ich da noch woanders so ein bisschen hingehen. Hör mal bitte auf, du bist jetzt nicht liebend. Wir flirten einfach nochmal mit ihm ein bisschen. Okay, jetzt machen die so ein. Okay, wir wollen jetzt unseren. Hallo? Oh Gott, ey. Er rennt. Was will er denn? Ich wollte meinen ersten Kuss mit dir erleben. Schlüpfrige Frage stellen. Stell ihm mal eine schlüpfrige Frage. Wir können nämlich jetzt nicht mehr. Okay, also er findet alles scheiße, außer Flirten. Und keine Ahnung. Also irgendwie ist er auch ein bisschen komisch. So auf seine Art und Weise ist er schon komisch. Okay, wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Also es war so mitte erfolgreich. Er ist so ein bisschen auf sie eingegangen. Aber ich glaube, was ihm so ein bisschen nachdenklich bringen lässt, könnte ich mir halt auch gut vorstellen, dass er sich so fragt, wie schnell kommt sie bitte von jemandem hinweg? Also weil sie ja, Sarah hat ja einen Tag vorher gesagt, nee, ich glaube, also ich kann das nicht, weil meine Eltern werden es nicht akzeptieren. Und er hat jetzt vielleicht noch gedacht, dass sie vielleicht noch ein, zwei Tage braucht, bis sie überhaupt zu ihm kommt und sagt, wollen wir was unternehmen oder so. Und er fand es dann schon krass, dass sie innerhalb von ein paar Stunden, also innerhalb von einem Tag gesagt hat, hey, komm, wollen wir was machen? So. Und das fand er, glaube ich, schon etwas sehr früh. Versteht das halt auch nicht so ganz, weil er sich halt so denkt, wenn man jemanden liebt, wie kann man denn so schnell über jemanden hinwegkommen? Und ich glaube, das macht ihn schon ein bisschen stutzig, deswegen hat er ein bisschen Angst, auf sie einzugehen. Aber ich glaube halt schon, dass er trotzdem mit Malaika schon Kontakt haben will. Könnte ich mir halt vorstellen. So. Okay, wir machen jetzt gerade einmal ganz kurz hier alles ein bisschen ordentlich. Ich würde jetzt noch einmal ganz kurz frische Züchtung haben, würde ich erstmal diesen Part an dieser Stelle aber auch beenden. Ich schaue jetzt gerade schon wieder nach, mit welchem Frosch wir mal gezüchtet haben. Mit dem gestreiften Eierfleisch. Ah, jetzt sind wieder alle da. Musst du doch, da fehlt irgendwas. Gestreifter Eierpflanzenfrosch. Den habe ich ihn schon längst übersehen. Jetzt finde ich den auch nicht mehr. Also,
Okay, ich züchte mal einmal ganz kurz mit dem Surfer Erdfrosch. Ah nee, mit dem haben wir beim letzten Mal. Dann züchte ich jetzt einmal mit dem Surfer Blattfrosch. Und zwar gar keinen Plan, ob wir mit dem schon gezüchtet haben. Ah nee, ne. Gut, weil Malaka jetzt gerade am Duschen ist, werde ich aber an dieser Stelle jetzt auch den Part beenden. Ich hoffe, dass euch dieser Part gefallen hat und dass ihr so wie ich auch ein bisschen Lust habt mit Malaika und mir hier in diesem Let's Play weiterzuspielen und mal schauen, wo uns die Liebe noch so hinführt. So schön es auch heißt, vielleicht wird da ja doch noch jemand komplett anderes kommen und sie entscheidet sich doch für jemand anderes. Aber das glaube ich nicht. Denn ich habe schon noch was geplant und ich freue mich sehr, das umzusetzen können. Und ich hoffe, dass euch dann die Storyline genauso gefällt wie mir. Und ja. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und dann Tschüssi!